Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, ich mache heute was sehr, sehr, sehr Interessantes. Wir haben hier einmal Helium. Wie viel Helium-Luftballons braucht Canelo, um abzuheben, um zu fliegen? Das testen wir heute aus. Ich habe über 200 Ballons. Ich hoffe, ich kriege die heute alle voll gemacht. Und dann tun wir sie an Canelo irgendwie festbinden. Und dann schauen wir mal, ob er irgendwie fliegt oder abhebt oder was passiert. Ich bin sehr gespannt. Canelo, was ist denn hier angekommen? Flexi-Spot? Was ist das denn? Ach so, das ist ja mein Tisch, Canelo. Super, mach auf, komm. Mach auf, komm, ja. Sehr schön. Komm, sehr schön, ja, komm. Ja, super, ja, mach auf. Meine Assistentin ist jetzt angekommen. Wir bauen jetzt schnell den Tisch auf. Und wir melden uns gleich, oder? Wird es schwer sein? Nein, easy. Easy, oder? Freunde, Flexi-Spot ist ein richtig, richtig cooler Tisch, weil wenn ihr im Stehen arbeiten wollt, könnt ihr ihn hochfahren. Wenn ihr im Sitzen arbeiten wollt, könnt ihr ihn wieder runterfahren. Es ist wirklich sehr, sehr praktisch und vor allem, dieser Tisch hier kommt mir jetzt zugute, weil ich jetzt ein Video drehe. Ich kann mein Helium einfach auf den Tisch klatschen, draufstellen und kann meine Ballons aufblasen. Also wirklich sehr, sehr praktisch. Oder Canelo, was meinst du? Ich schwör's euch, wir hatten jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Schritte und der Tisch ist fast fertig aufgebaut. Es ist wirklich sehr unkompliziert. Es schafft jeder, obwohl ich eigentlich sehr, sehr dumm bin bei solchen Themen. Tische aufbauen, Stühle aufbauen, was auch immer. Flexi-Spot ist einfach ein Baba-Tisch, Baba-Konzept. So, Freunde, die Füße von dem Tisch stehen schon. Es hat 10 Minuten gedauert. Jetzt holen wir die Platte. Tun die Platte verkabeln, alles drum und dran, anstecken, dies, das, dann ist es fertig. So, Assistentin, wie läuft die Arbeit? Super. Super, ne? Also, wir brauchen entweder einen Schraubenzieher oder einen Akkuschrauber. Ihr könnt euch entscheiden, mit Akkuschrauber geht es natürlich schneller. Und wir machen das jetzt schnell fertig und dann melden wir uns gleich nochmal, ne? Yes. Aywa. So, wir haben jetzt alles angesteckt. Und ja, jetzt gleich können wir loslegen. Gleich kommt das Endergebnis, Freunde. Wir haben den Flexi-Spot jetzt in mein Wohnzimmer getragen. Bitte, lieber Gott, er funktioniert. Ich habe ihn jetzt angesteckt. Bitte, er geht. Also. Jawohl. Gebt euch das, Freunde. Alter, geil. Das ist ja mal geil, oder? So, Freunde, das hier ist eine Touch-Funktion. Ihr drückt hoch, fährt er hoch. Ihr drückt runter, er fährt runter. Das ist ein richtig geiler Tisch, Alter. Geil. Ich freue mich drauf. Im Mai habt ihr einen exklusiven Flexi-Spot My Sale. Ihr könnt ordentlich sparen. Erster Link in meiner Beschreibung. Mehr Informationen zu diesem Flexi-Spot-Tisch, zu dem Sale, zu alles drum und dran. Holt euch Flexi-Spot, wenn ihr auch so einen coolen Tisch haben wollt. Hoch, runter. Also ist wirklich sehr, sehr, sehr praktisch. Holt euch den. Viel Spaß mit Flexi-Spot. Erster Link in der Beschreibung, Aiwa. Zurück zum eigentlichen Video, Freunde. Und zwar blasen wir jetzt so viele Luftballons mit Helium auf und versuchen, dass Canelo anfängt zu fliegen. So, erster Ballon ist schon mal dran. Jetzt versuchen wir auf jeden Fall Gas zu geben und mehr zu machen. Aber das wird safe sowas von lange dauern, Alter. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock mehr, Alter, oder? Digga. Blasen wir mal hier auf. Nein, Canelo! Nein! Sitz! Sitz! Na, Canelo, nein jetzt! Bonnie, was ist los mit euch, Alter? So, wir machen weiter, Freunde. Canelo, nein. Einfach ruhig bleiben, Bonnie, du auch. Dauert zwar echt lange, Alter, aber es muss sein. Diese Arbeit mache ich wirklich nur für euch, Alter, damit ich euch Content liefere und euch unterhalte, ne, Freunde? Schreibt mal nächste Videoideen in die Kommentare. 3 Ballons haben wir schon. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was denkt ihr? Wird Canelo ein bisschen abheben, also ein bisschen oder gar nicht? Was denkt ihr? Schreibt es jetzt in die Kommentare, ohne zu schummeln. Ohne zu schummeln. Schreibt es in die Kommentare und schaut das Video dann erst weiter, okay? Wir machen weiter. Vier Ballons schon und es tut sich rein gar nichts. Ist ja auch klar, oder? Canelo ist ein bisschen überfordert. Schau mal hier, Canelo. Schau mal hier. Canelo, was ist los? Canelo, was ist da? Was ist da? Ja, ist schon klar.
Oh, der rastet aus, der rastet aus. Der rastet aus. Warte, warte, Kinder, warte, 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 alles ist gut. Alles, ey, warte, 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 warte. Alles ist gut, warte kurz. Befrei dich von deinem Leid. So, Freunde, ich habe jetzt meine Assistentin hier, die hilft mir jetzt, damit es ein bisschen schneller geht, weil das dauert zu lange, Alter. Es ist wirklich sehr anstrengend. Was denkst du, wird Kanella abheben oder nicht? Safe. Safe? Ja. Denkst du? Denkst du? Okay. Sie sagt ja, ich sag nein, Digga. Also das ist, glaube ich, die Dumme, Alter. So, Freunde, wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein paar Ballons an seinem Halsband festgemacht. Und was sagen Sie dazu? Schön. Denkst du, er wird abheben oder nicht? Ja. Ja? Ich sag nein, ich glaube, du bist echt dumm, Alter. Freunde, und wir haben noch so viele Ballons, Alter. Ich glaube, alles werden wir nicht machen. Wir werden jetzt so viel machen, wie viel an seinem Halsband passt. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt am Ende aussehen wird, Alter. Wir machen weiter. So, Freunde, wir haben schon echt viele Ballons aufgeblasen. Helium. Unsere Finger tun langsam weh. Die Luftballons werden immer weniger. Alter, ich bin so gespannt, wie Kanelle darauf reagiert und was genau passiert. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und wie läuft's bei dir? Frag mich. Anstrengend? Ja. Oh, das ist schon mega anstrengend. Die ganze Zeit schneiden und tun und machen. Ja, unsere Videos sind halt ein bisschen aufwendig, ne? Freunde, wir machen weiter, weiter, weiter. Meine Finger tun schon weh vom ganzen Knoten machen, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. So, wir machen jetzt alles schnell, 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 schnell. Junge, meine Finger tun so weh wegen den scheiß Knoten, ne? Das ist nicht mehr normal. Ah! Aber nein! So, Freunde, wir haben jetzt hier auf jeden Fall mehr als 50 Luftballons aufgeblasen mit Helium. Digga, das war so anstrengend. Meine Finger tun schon richtig weh. Die Flasche ist schon leer. Wir haben noch 100 Ballons oder so. Aber ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Sinn, alle aufzublasen, weil Canelo, glaube ich, sowieso nicht abheben wird. Ich glaube, ich habe das ein bisschen unterschätzt, oder? Habe ich es unterschätzt? Ja. Ich habe es zwar wirklich ernst gemeint, dass er echt fliegen kann, wenn er genug Helium hat, aber das funktioniert nicht. Also, ich bin der festen Überzeugung. Was meinst du? Nicht mal das Halsband fliegt. Nicht mal das Halsband fliegt. Schaut mal hier, nicht mal das fliegt. Und das wiegt gerade mal 8 Kilo oder so. Nicht mal 8 Kilo, das wiegt 2 Kilo. Schau mal, nicht mal das fliegt, Alter. Das war ja ein richtiges Fail-Video. Suchen wir, dass ich mal abfliege. Oh, oh, schau mal, eine Fliege. Oh, 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 es geht nur bis hierhin. Scheiße, Mann. Boah, ich glaube, Kanelle wird ganz fliegen, oder? Ja. Was meinst du? Safe. Alter. Wir holen mal kurz Canelo, was er dazu sagt. Okay. Canelo, was ist da? Schau mal da oben, was ist da? Canelo, was ist los? Was ist los? Ist Neuland für dich alles hier, ne? Bonnie und du? Und du, du Schnappmaus, du. Schau mal hier, Canelo, was ist da? Was ist da? Canelo, was ist da? Was ist da? Was ist da? Schau mal hier. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Ey, langsam, langsam, Kollege, langsam. Du musst damit fliegen heute. Canelo, heute wirst du damit fliegen. Ich hoffe, du fliegst damit heute. Ich hoffe es. Wir packen jetzt die zweite Flasche aus. Ab, ab, ab. Hier nochmal Ballons. Und hier reinbauen, reinschrauben. Und dann hier Druck ablassen. Druck ablassen. Genau. Ey. Oh, oh, oh. Alter. Ich schwöre, das ist schon anstrengend. Schau mal, das fliegt schon ein bisschen. Alter, wir müssen aufpassen. Hier, Knoten. Nein! Wie schnell fliegen die weg, Alter? Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Ich habe gerade mit der neuen Flasche 20 oder 30 Luftballons aufgefüllt und jetzt ist leer. Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Ich habe 90 Euro für beide Flaschen bezahlt, also 1,45 Euro habe ich gezahlt. Das geht der Scheiß nicht nach 30 Luftballons. Obwohl da steht bis zu 50 Luftballons. Nach 30 ist er leer. Was soll der Scheiß, Alter?
Jetzt haben wir ungefähr 100 Luftballons aufgeblasen mit Helium. Und ja, wir müssen jetzt Canelo holen und schauen, wie er darauf reagiert. Also abheben wird er bestimmt nicht. Aber ja, wir schauen jetzt einfach mal. So Freunde, das sind jetzt ungefähr 100 Stück. Leider konnten wir jetzt nicht weitermachen, weil meine beiden Flaschen leer gegangen sind. Egal, wir müssen jetzt improvisieren und Canelo holen und ihn das Halsband anlegen. Mal gucken, was passiert jetzt. So, Canelo, komm jetzt. Er hat Angst, Freunde. Schau dir mal an. Canelo, komm mein Schatz, komm jetzt, komm, komm, komm. Super. Was ist da? Freunde, was ist da? Was ist da, hä? Alter, der hat Angst, Freunde. Wieso hat er Angst? Hä? Okay. Wir legen jetzt das Halsband an. Das mag er gar nicht, Alter. Wieso mag er das nicht? Ach man, Canelo. Ja, komm, 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 schneller, schneller. Schneller, komm, 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 komm. Flieg. Du musst fliegen. Jetzt komm, du musst fliegen, Canelo, komm. Komm, schneller. Canelo, flieg. Komm, juhu, flieg, Junge, flieg. Flieg, Junge, flieg. Ja, Canelo, komm, flieg, 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 flieg. Ja, Junge, flieg jetzt, komm, komm. Freunde, was war das für ein Fail? Was war das für ein Fail, Digga? Ach, Mann! Freunde, mal gucken, ob Bonnie abhebt. Ey, Canelo, was ist mit Bonnie los? Junge, wie witzig ist das? Freunde, ich schneide jetzt alles ab. Ich hoffe, dass jemand so einen Ballon findet. Wenn ihr es gefunden habt, schreibt es in die Kommentare und schickt mir ein Bild hier auf Instagram, okay? So. Boah, Alter. Schau mal, da fliegen die weg. Alter, Junge. Boah, das schaut geil aus. Canelo hat es nicht gefallen, ey. Mach mal hier. Freunde, willkommen zum Ende vom Video. Und zwar ist es leider nicht so geschehen, wie ich es mir erhofft habe. Meine scheiß Flasche, Heliumflasche, ist leer gegangen. Früher als gedacht, als erhofft. Ja, wie gesagt, wir mussten jetzt improvisieren. Wir müssen jetzt früher aufhören. Es ist ja eigentlich scheißegal. Wie gesagt, es hat nicht funktioniert. Canelo ist nicht abgehoben. Aber Freunde, jetzt habe ich eine Aufgabe für euch. Wenn ihr unbedingt wollt, dass ich mit 5, 6, 700 Ballons das mit Canelo teste, weil jetzt waren es nur 100 circa. Wenn ich das mit 5, 6, 700 Ballons testen soll, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Dann hole ich meine ganze Familie und dann hole ich mir noch mehr Ballons, noch mehr Heliumflaschen. Und wir versuchen das dann mit 7, 8, 900 Ballons, egal wie viele. Ich will, dass Canelo ein bisschen fliegen tut mit Helium. Das will ich schaffen, das ist mein Experiment, was ich unbedingt schaffen will. Deswegen schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Und ganz, ganz wichtig, Freunde, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Folgt mir auf TikTok, folgt mir auf Instagram, ist alles hier eingeblendet. Und ja, wie gesagt, danke für alles, danke für euren Support. Und schreibt es in die Kommentare, ob ich das machen soll mit mehr Helium, mit mehr Ballons. Bis dann, ciao, ciao.